Die Zelda BOTW-Rückblicksequenzen sind schon ziemlich nice. Aber was passiert, wenn man die Dialoge über verschiedenste Sprachen durch den Google-Übersetzer jagt? Da waren so Sprachen wie Kroatisch, Norwegisch, Nepalesisch oder auch Khmer dabei. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Khmer. Naja, let's go. Ich musste immer noch im Whirlpool leben, sonst wäre ich nicht dorthin gegangen. Beobachtest du mich heimlich? Aber es wäre unangemessen für ihn, das zu tun. Entschuldigung? Die Dorfbewohner sagen immer, ich will dich hier treffen. Ich werde diese Verwüstung für dich aufräumen. Hey, ja! Das ist doch was! Reizend, der Junge! Reizend, ausgezeichnet! Erleichtere doch meine Last. Wie soll ich ein Schwert in meiner Hand halten? Dem armen Kind passiert also nichts, oder? Ich hoffe, er bleibt selbstbewusst, wenn er meine Arbeitsmoral gesehen hat. Können wir das wegräumen? Jo, wir schaffen das! Ich glaube schon, ja. Aber mir fällt gerade etwas ein. Ich habe was zu Hause auf dem Hof vergessen. Natürlich kann ich kommen. Das ist die Ehre. Wenn Hyrule in Gefahr ist, kann ich dich schlagen, wenn du willst. Vielen Dank, Rücken. Mein Vater sucht gerade einen neuen Wärter für meinen Leib. Was will der? Was hat dieses Kalb sonst noch gebissen? Ich werde mal kurz die Prinzessin erledigen. Nun, rennt wie die Schwachen zur Strecke. Der starke Rücken kann es mit keinem Monster aufnehmen. Die Monster wollten dir dein Leder klauen, auch du armes Kind. Als kleiner Stein wollte mich ein Hund anrempeln. Seit damals bin ich verängstigt. Seitdem fasziniert mich die Tierbeobachtung. Weiter geht's. Du hast doch diesen riesigen Hund. Ganon zu Hause. Ist das nicht so? Die sind schon lange als Delikatesse begehrt. Hyrule soll mir allein gehören. Ein anderer wollte fragen, wem die anderen vier gehören. Held Gronn, Rücken und Ohrenschlechter, Revali, Königin Grott, Arbosa und dann die Nacht der Zauberklinge, Verknüpfung. Sidon? Komm endlich hoch her! Steuern auf Straßen sollte schnell bewältigt werden. Link, bitte hilf mir. Prinz von Hyrule. Ich habe keinen Grund, Ihre Anfrage anzunehmen. Ich freue mich, helfen zu können, die Verwüstung aufzuräumen. Zehn Jahre ist es also her, dass ich meine kleine Tochter lächeln gesehen habe. Arbosa, diese Frage wollte ich dir schon sehr lange stellen. Aber warum bist du immer eine Mutter für mich? Du hast hier Glück, Prinz. Sonst werde ich dich töten. Vor 10 Jahren, da hast du einfach deine Mutter vergessen. Ich bin immer für dich da. Weil ich ihr was schulde. Krieger des Hyrulea! Alle 5 von euch einigten sich auf die Durchführung einer tödlichen Aufgabe. Danke dafür. Ab heute bist du der Krieger des Hyrulea-Systems. Das kommt mir nicht bekannt vor. Liegt es in der Republik? Meine Tochter möchte, dass du die Pflicht erfüllst, die ihr Blut dir auferlegt. Was? Führe die tapferen Krieger in die Schlacht. Verteidige die Verwüstung von Gonoth und zerstöre Hyrulea. Unser Land hat keine Zukunft. Mann, ich glaube, wir müssen den ganzen Tag da stehen. Das ist also der geworfene Stein? Er ist reich an nützlichen Programmen. Aber leider bin ich nicht schlau genug, um es zu verstehen. Der Prinz zeigte mir einst sein Gerät. Das Teil sah aus wie ein Ding aus dem echten Leben. Echt jetzt? Das will ich auch mal sehen. Dürfte
Möchte ich es auch mal sehen? Lasst uns gemeinsam den Stein abwerfen. Rücken, kannst du nicht ein Stück zurückgehen? Du hast es wieder voll und ganz versaut. Oh, schön. Wie traurig sieht denn der Prinz aus? Lach doch endlich mal. Revali, die Gegner sind noch nicht dran. Für welches Land arbeiten sie? Mipa, nicht so stramm. Versuch auch mal zu atmen. Okay. So, habt ihr alle Lust? Schaut alle zu. Bitte sei nett. Kajitka! Schreibt wie immer gerne in die Kommentare, ob ich noch mehr Folgen durch den Google-Übersetzer jagen soll. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und schaut auch gerne TOTK mit Google-Übersetzer, denn die Serie ist auf jeden Fall mindestens genauso nice. Wieder mal ein kurzer Shoutout an Cuddy, die mit ihrem Google-Übersetzer-Format dieses Format hier inspiriert hat. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen, ihr Gurken. Nee, warte, das war ein anderer Kanal. Danke fürs Zuschauen, Freunde. Bleibt gesund und Swifty und haut rein. Der starke Rücken kann es mit keinem Monster aufnehmen.